Willkommen zusammen aus den Vereinigten Staaten. Wir fahren heute mit der Amtrak ACS 64 in dieser Sonderlackierung, nämlich in 50 Jahre Amtrak Sonderlackierung für den TSV2. Master American Railroads and Officially Licensed Game Transworld 2. Und ja, alles weitere zu diesem Repaint gleich, zu diesem In-Game Repaint, wenn man so möchte. Wir befinden uns hier gerade in Boston. Hinten dran ist, hinten dranhängen tun unsere, ja, sie tun es nicht, also hinter unserem Zug hängen die, die Amtrak-Passagierwagen mit dran. Und wir fahren jetzt einmal über die Schleife und wenden dann im Grunde genommen dadurch den Zug, weil ja hier keine Steuerwagen auf der Strecke verkehren, sondern die Schleife wird dafür genutzt. Ja, gucken uns hier noch ein bisschen um. Hier noch der andere Personenzug. Und hier die Skyline von Boston. Zumindest das, was wir jetzt hier sehen. Das sieht doch ganz nett aus. Ja, ja, sieht ganz hübsch aus, muss ich sagen. So. Wir lösen die Bremsen. Und schalten Leistung auf. Wir dürfen maximal 10 Meilen fahren, glaube ich. Machen wir mal das Fenster auf. Können ja mal ans andere Ende des Zuges ran. Im Grunde genommen hier dann den Rangierer spielen. Na, wohin wollen wir? Hier, das sieht doch ganz gut aus. Schön, wie das hier vor sich her schlängelt durch das Gleisvorfeld von Boston. Hat doch was. Also normalerweise streckentechnisch wird es dann in diese Richtung gehen. Da geht es dann Richtung Providence. Hier der Steuerwagen voraus. In dem sind wir ordentlich bisher gefahren, ne? Und auch nicht in dieser durchaus sehr, sehr gewaltig großen Lok. Okay, wir dürfen 15 fahren. So. Geht ganz leicht bergab, daher auch leichte Bremskraft angewendet. Ist natürlich eher unvorteilhaft, wenn man hier diese Lackierung hier vorstellen möchte. Dabei befindet man sich aber die ganze Zeit hinten. Man könnte mir natürlich vorwerfen, dass das nicht besonders in weiser Voraussicht gewählt wurde. Dazu würde ich aber sagen, ist mir noch egal.
Sieht doch trotzdem ganz hübsch aus. Oh, müssen wir gleich anhalten? Oh, wir sind viel zu schnell. Wie langsam sollen wir denn bitte hier fahren? Fünf? Da ist mir viel zu langsam. Möchte es echt, dass wir fünf fahren? Meine Güte. Ja, also zu dieser Lackierung hier, die ist von Dovetail Games selbst rausgegeben, und ist mit einem automatischen Update dann im Spiel selbst mit drin. Lässt sich genauso auswählen wie halt ein selbst erstelltes Repaint über dasselbe Menü. Ist aber in diesem Sinne natürlich kein selbst erstelltes Repaint, sondern eins von DTG. Und das ist halt echt cool, weil. Was? Ach, ich bin immer noch zu schnell. So. Das ist halt eigentlich recht cool, weil interessanterweise jetzt mittlerweile auch genau diese Lackierung tatsächlich in Realität zu sehen ist. Also das war eine Kooperation von Amtrak und DTG. Und da stellt sich dann die Frage, ahmt die Kunst die Realität nach oder ahmt die Realität die Kunst nach? Frei nach Oscar Wilde? War das Oscar Wilde? Ich glaube nicht. Ist ja auch egal. Es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus und eigentlich ist das eine ziemlich coole Aktion so an sich, ne, dass das kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Kann man sich definitiv nicht beschweren. Ich finde auch, das sieht auch ziemlich hübsch aus. Es muss halt interessanterweise darauf geachtet werden. Hier steht ja Master American Railroads and the Officially Licensed Game. Also, dass wirklich explizit darauf verwiesen wird, dass das ein Spiel ist, sodass nicht eventuell Leute, die in Realität diese Lackierung hier sehen, das hier lesen und dann denken, ach ja, ich kann diesen Zug hier fahren und dann versuchen die sich hier in irgendeiner Form Zugang zu verschaffen und dann geschehen schlechte Dinge. Und deshalb muss der explizit darauf verwiesen werden, dass es um ein Spiel geht. Also hier rechtliche Rahmenbedingungen und so. Ganz interessant. Aber das nervt mich mit diesem Hin- und Herflackern, ne? Hier, Ditchlights aus. Ja, und so schlängeln wir uns dann hier entlang mit unseren ziemlich lamen 5 Meilen pro Stunde. Aber ganz ehrlich, von der Geschwindigkeit her passt das ziemlich gut zu den USA, würde ich sagen, zum US-amerikanischen Zugverkehr. Also irgendwie finde ich es halt echt sinnfrei, ehrlicherweise, dass man so ein großes Areal dafür in Anspruch nimmt, um diese Operation hier durchzuführen, die Operation der Richtungswendung des Zuges, sodass die Lok halt eben vorne ist. Ja, weil wir fahren ja jetzt im Grunde genommen rückwärts in den Bahnhof ein. Was halt eigentlich voll der Quatsch ist.
Also ich glaube, so ein Steuerwagen, ich weiß nicht, warum die auf dieser Strecke tatsächlich keinen Steuerwagen einsetzen. Das ist ja auch in Realität so. Deshalb gibt es ja diesen Ballon. So wird das, glaube ich, genannt. Müssen wir hier anhalten? Nee, über einen Ort fahren. Schön, wie viel hier tatsächlich abgestellt ist. Das ist cool gemacht. So müssen tatsächlich Abstellbereiche aussehen. Interessant, die Lok hier ist auch an. Die scheint wohl irgendwann in Kürze tatsächlich auszufahren. Der Bahnübergang. So dran denken, wir müssen. Ah ne, hier, das Signal ist auch grün. Nicht grün, sondern gelb. Ich habe keine Rot-Grün-Schwäche oder Gelb-Schwäche oder was auch immer. Wi-Fi, Amtrak Connect. Aha. Schon fortgeschrittener als in den meisten deutschen Regionalzügen. Wobei es auch da mittlerweile jetzt einige gibt, die auch schon WLAN haben. Also was heißt schon, wir sind im Jahre 2022. Da kann man das mittlerweile ehrlicherweise auch schon voraussetzen. Deutschland, das Land der Digitalisierung. Oder auch eben nicht der mittelalterlichen Digitalisierung. Was ist das? Aha, interessant. Ja. Weichung gestellt. Gucken wir mal wieder, wie es unserer Lok geht. Der geht's gut. Coach Class. Was haben wir hier? Zweiersitze, AirPod, nicht AirPod-Style, sondern Flugzeug-Style. Sieht eigentlich ganz hübsch aus, ne? Also die Wagen sind echt gut gelungen. Ich meine, hier ist eine Mod drauf, die ich auch schon mal vorgestellt habe, die so ein bisschen die Texturen der Wagen noch verändert, sodass das Ganze deutlich mehr shiny ist, ne? Kennt man ja von diesem rostfreien Stahl. Ein typisch amerikanischen Personenwagen. Nicht, ehrlicherweise nicht ganz mein Stil, so. Also ich finde, das hat schon was, sieht ganz cool aus, aber erinnert mich einfach so ein bisschen an so einen, weiß ich nicht, an so eine Art Gefangenentransport oder sowas, in so einer Art Metallkäfig gefangen zu sein. Weiß ich auch nicht, kann ich nicht ganz erklären. Also auf jeden Fall, ich finde es irgendwie vom Feeling her, fand ich es nie besonders ansprechend. Wobei ich aber auch gleichzeitig sagen muss, ich finde, das sieht schon edler aus als so die typischen deutschen Regionalzug-Plastikbomber, also sowas wie ja ET1440, so die Grinsekatze ist das ja, meine ich. Steht gefühlt nur aus Plastik, sieht halt auch nicht besonders schön aus.
Ach, wir sind zu schnell. So, können wir hier noch irgendwas machen? Ja, nee, mach die Glocke wieder aus. Ich habe letztens eine Grafik gesehen, die im Grunde genommen alle Zugleistungen der USA innerhalb von 24 Stunden verdeutlicht. Und das Ganze halt eben als, also jeder Zug war dann ein Punkt auf dieser Karte der Vereinigten Staaten. Und man konnte im Grunde genommen im Schnelldurchlauf diese Punkte dann eben verfolgen. Und das fand ich schon echt bitter. Also so wenig, vor allem dieser überquerende Verkehr zwischen Ost- und Westküste ist ja nahezu gar nicht vorhanden. Klar, das ist eine Riesenstrecke, das darf man nicht vergessen, ne? US-amerikanische Größenverhältnisse sind nochmal was ganz anderes. Das ist kaum eigentlich ehrlicherweise zu vergleichen mit solchen typisch europäischen Langstrecken. Das ist nochmal was ganz anderes, aber trotzdem traurigerweise einfach nichts an Zugverkehr da. Und das ist echt. Ah. Also, ich könnte das nicht. Ein bisschen hier schneller unterwegs. Ja, also die Vereinigten Staaten, das Land, das einst wirklich für die Eisenbahn bekannt war wie kein anderes auf der Welt, ist ehrlicherweise mittlerweile nur noch ein Trauerspiel, weil da politisch seit Jahrzehnten aufs Auto gesetzt wird und auf den Individualverkehr. Und das ist halt einfach vollkommener Quatsch, wenn man sich mal anguckt, wie unglaublich vollgepackt die Straßen in den Vereinigten Staaten sind, gerade zu Rush-Hour-Zeiten. Bei solch langen Distanzen, ganz ehrlich, wer hat denn da Bock, großartig selbst Auto zu fahren? Aber naja, gut, müssen die ja wissen. Ich bin froh. Also, man kann ja auf die Deutsche Bahn und so schimpfen, wie man möchte. Das muss jeder für sich wissen, ob man das macht. Macht jeder von uns auch mal, habe ich auch schon mal gemacht, ne, aber. Es ist immer noch ein absoluter Segen. Wir können uns in extremster Form glücklich schätzen, wenn man das mal vergleicht mit dem, was man so in der USA vorfindet oder halt eben nicht vorfindet. Weil das ist wirklich ein Trauerspiel. Also, Eisenbahnfans kommen da nicht wirklich auf ihre Kosten, zumindest was den Personenverkehr angeht. Beziehungsweise kommen sehr wohl auf ihre Kosten, denn ich glaube, das Bahnfahren da ist halt auch um einiges teurer als hier, eben weil das Angebot so gering ist. Und da sowieso das Ganze mit dem Schienennetz noch ganz anders geregelt ist. Also ich meine hier dieses Schienennetz, das gehört tatsächlich, glaube ich, Amtrak selbst. Also jetzt hier von der NEC-Route gesprochen. So, und in Deutschland ist es ja DB Netz. DB Netz kümmert sich darum. Und das ist ja eine ganz andere rechtliche Situation. Und man kann durchaus sagen, dass das deutsche Schienennetz schon echt infrastrukturell hinterher ist und echt schlecht drauf ist. Aber im Vergleich zum US-amerikanischen sind wir hier wirklich im absolut komfortablen Bereich unterwegs. Definitiv. Traurigerweise. Kann ich mit der Kamera hier rein? Nein, doch nicht. Komm schon. Haha, das ist cool.
Wieso habe ich das nicht die ganze Zeit gemacht, so eine Art Rangiererposition hier? Ja, also man könnte noch viel, viel mehr zu sagen bezüglich USA und Schienennetz und der Vergleich zu Deutschland bzw. zu Kontinentaleuropa. Explizit nicht über Großbritannien sprechen, weil das nochmal ein ganz anderes Trauerspiel ist. Aber das ist Großbritannien sowieso, auf politischer Ebene zumindest, momentan. Auch schon seit ein paar Jahren. Aber naja, darum soll es nicht gehen. Track 8, wir sind fast da. Noch 300 Yards. Kann ich gar nicht einschätzen, wie viele Meter das sind, ehrlicherweise. Ich glaube, das sind weniger als 300 Meter, ne? Ja, doch, definitiv. Oh, wir sollten mal langsam anhalten. Jawohl, und dann haben wir es im Grunde genommen auch schon geschafft. Die Frage ist, wie weit sollen wir jetzt nach vorne rücken? Nein, nicht beschleunigen. Oh. Was macht eigentlich dieses Signal hier? Was bringt das? So. Jawohl. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, heute mal wieder aus den Vereinigten Staaten zur Abwechslung. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.